Schön, dass du für dieses Video eingeschaltet hast. Was ich dir in diesem Video zeigen will, ist, welche Geschwindigkeiten man mit News Hosting erreichen kann. Als erstes mache ich einen Speedtest von meinem Internetanschluss. Der liegt ungefähr bei 1 Gigabit pro Sekunde. Danach werden wir mit dem Newsreader von News Hosting einen Speedtest machen. Einmal mit 30 Verbindungen und einmal mit 60 gleichzeitigen Verbindungen. Los geht's nach dem Intro. Wie versprochen bin ich jetzt erst einmal auf nperf und da klicke ich auf Test starten. Ich habe jetzt bei diesem Speedtest nicht ganz das Gigabit erreicht, von daher ganz gut, dass wir den mal gemacht haben. Das ist also jetzt unser Referenzwert, der Durchschnitt ist hier bei 747 Megabyte pro Sekunde und der Maximalwert scheint hier die 815 gewesen zu sein. So, jetzt zurück zum Newsreader. Wichtig ist jetzt hier in den Einstellungen, ich habe bei Verbindungen 30 Stück ausgewählt, das machen wir als erstes und der SSL-Port ist hier eingestellt. Ich gehe auf OK und ich suche mal eine große Datei zum Runterladen. Ja, ist ja ganz witzig, wenn man hier einfach nach Testfile sucht, dann findet man auch eine. Dann würde ich doch einfach mal sagen, ich klicke auf Download und mache mal den Task Manager auf. Und was ich jetzt schon mal hier sehen kann, ist, dass wir schon ziemlich nah an unsere Maximalgeschwindigkeit überhaupt drankommen. Also es schwankt ein bisschen, aber trotzdem, wir sind hier stabil über den 500 Mbit pro Sekunde und erreichen auch manchmal Spitzen, wie wir es ja vorhin auch beim Speedtest gesehen haben, so um die 700, 800 Mbit pro Sekunde. Lassen wir mal kurz laufen und dann schauen wir mal, wie sich das einpendelt. Also es scheint dabei zu bleiben, wir bewegen uns so zwischen 400 und 600 Mbit pro Sekunde. Ich würde das Ganze jetzt mal abbrechen und wir machen den ganzen Spaß jetzt nochmal mit der doppelten Anzahl an Verbindungen. Suche mir hier wieder die gleiche Datei und klicke auf Download. Und die Geschwindigkeiten, die ich jetzt erreichen kann, die reizen das Gigabit voll aus. Nicht kontinuierlich, aber man sieht, an den Spitzen kommt es immer wieder ganz gut ran. Könnte halt einfach daran liegen, da diese Dateigrößen der einzelnen Parts 100 Megabyte sind. Das heißt, umso mehr Verbindungen ich habe, umso mehr Parallelität habe ich. Bei solchen Geschwindigkeiten habe ich halt 100 Megabyte auch gleich geladen, dementsprechend fängt ja dann immer wieder an, eine neue Datei zu laden. Damit diese Vorgänge sich so ein bisschen ausgleichen, ist es gut, einfach viele parallele Leitungen zu haben, von denen heruntergeladen wird, damit dieses Neuanfangen des Downloads nicht die ganze Geschwindigkeit nach unten zieht. Aber man sieht schon, durch diese kleinen Dateien geht das immer wieder ein bisschen runter, weil er bei jeder Datei ja neu ansetzen muss. Ich kann ja mal hier runtergehen. Das kann man hier ganz gut sehen, wie er sich da so ein bisschen durchkämpfen muss. So, jetzt haben wir aber genug gesehen. Ich breche das Ganze ab. Ich würde sagen, das ist ziemlich eindeutig, also mit diesem Newsreader komme ich ganz gut mit meiner Geschwindigkeit hin. Aber auf der anderen Seite, 30 Verbindungen werden für die meisten auch reichen, wenn ich da über 500 Mbit laden kann, dann bin ich da wahrscheinlich schon deutlich über dem, was die meisten Anschlüsse in Deutschland überhaupt hergeben. Wenn dir dieses Video weitergeholfen hat, dann würde ich mich zum einen über ein Abo freuen und zum anderen würde ich mich freuen, wenn du den Affiliate-Link in der Videobeschreibung nutzen würdest, falls du dich für einen Account bei News Hosting interessierst.